Abwehr, wie langweilig. Angriff, Attacke, das ist das doch, macht Spaß. Mach sein. Auf Dauer wirst du allerdings mit dieser Einstellung in Ebony wohl Schiffbruch erleiden. Oder, wie schon der große Fußballphilosoph Jupp Heynckes sagte, der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Also die Angriffe der Gegner prallen in Zukunft an die Abwehr Regentropfen auf einer frisch gewachsenen Motorhaube. Das wäre schön, ganz so wird es wohl nicht werden. Aber was du tun kannst, um deine Abwehr in Ebony ganz erheblich zu verbessern, zeige ich dir hier in diesem Video. Hallo Freunde, hier ist Merl, Server 1192. Es geht hier um zwei Bereiche, die aus meiner Sicht in Ebony sehr stark vernachlässigt werden. Erstens die Abwehr. Zweitens die untergeordneten Städte, deine Subs. Und zwar genauer gesagt geht es darum, wie du deine untergeordneten Städte einsetzen kannst, um deine Abwehr ganz erheblich zu verbessern. Da schlagen wir also zwei Fliegen mit einer Klappe. Also was haben wir vor? Wir schauen uns an, ob bestimmte Kulturen der Subs besser für die Verteidigung. Dann geht es im Schwerpunkt um Generäle der Subs. Also, welche Generäle sind gut geeignet zur Unterstützung der Verteidigung? Welche Kultivierung der Generäle ist sinnvoll? Ganz wichtig, welche Ausrüstung der Generäle ist sinnvoll? Sollte ich diese Ausrüstung verfeinern? Wenn ja, wie? Welche Fähigkeitsbücher sollte ich den Generälen zuordnen? Dann geht es noch um Forschung. Was kann ich in der Forschung tun, um die Verteidigung durch meine Subs zu verbessern? Es geht um Monarchentalente. Welche Unterstützung meiner Verteidigung durch die Subs kann ich bei den Monarchentalenten einrichten? Und es geht auch darum, Subs, Linking und Unlinking. Wann und wie sollte ich meine Subs in den Kampf einbinden? Und am Ende gucken wir nochmal, wie man Schlachtberichte auswertet, um zu sehen, wie es mit eurer Verteidigung bestellt ist. Zunächst einmal, für wen ist das hier gemacht? Wer kann welche Infos hier gebrauchen? Ich habe dafür mal aus meiner persönlichen Einschätzung so eine Kategorieneinteilung der Spieler und der Phasen in Everdeen vorgenommen. Das ist eine ganz persönliche Einschätzung, da kann jeder möglicherweise auch zu anderen Einschätzungen kommen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Zunächst das Anfängerlevel. Das wären für mich Spieler bis Macht 50 Millionen, Keep-Level bis ca. 25. Hier hast du völlig zu Recht mit Abwehr noch gar nichts am Hut. Deine wichtigste Aufgabe ist es zu wachsen und dein Keep zu entwickeln. Was du für unser Thema hier tun kannst, sammle so nebenbei alle Debuff-Generäle ein. Ich stelle sie hier noch vor, die du irgendwie bekommen kannst. Fertig. Die nächste Phase ist die, die nach meiner Meinung am längsten dauert. Hier meine ich alle Spieler bis ca. Keep Level 30, Macht bis ca. 200, 300 M. In dieser Phase kannst und solltest du deine Debuff-Generäle nach und nach verbessern, indem du neue, bessere Generäle hinzufügst, gegebenenfalls schlechtere aussortierst. Hier kannst du auch schon einmal anfangen, Debuffs gegen Ferntruppen aufzubauen. Was hier sehr nützlich ist, erhöhe in dieser Zeit dein Prestige. Dadurch kannst du später mehr untergeordnete Städte haben. Die dritte Phase erreichst du mit Keep Level 33. Da solltest du sofort die Schmiede auf Level 33 bringen. Denn dann kannst du nämlich in der Schmiede Achämeniden-Ausrüstung bauen. Und das wird wichtig werden. Du kannst dann auch schon die ersten Ausrüstungsgegenstände für deine Subs bauen. Achämeniden-Ausrüstungsgegenstände. Und du kannst, falls du welche erübrigen kannst, deinen Sub-Generälen auch geeignete spirituelle Biester zuordnen. Die vierte Phase beginnt dann mit Keep Level 35, so bei ca. 1 Milliarde 1B Macht. Spätestens jetzt musst du anfangen, Schlachtberichte hierfür auszuwerten, um deine Debuff-Fähigkeit besser entwickeln zu können. Erstes Ziel: Debuff gegen Ferntruppeneingriffe sollten mindestens minus 400% betragen. Und ab jetzt hat die Herstellung von Achämeniden-Ausrüstung für die Sub-Generäle allererste Priorität. In der letzten Top-Phase, circa ab Level 40, habe ich hier gar nicht aufgeführt, würde es denn darum gehen, die Debuff-Fähigkeiten gegen Belagerungsmaschinen zu entwickeln. Die kommen dann vermehrt ins Spiel. Los geht es. Kulturen der Subs. Gibt es Kulturen der untergeordneten Städte mit Buffs, die die PvP besonders unterstützen? Ja, gibt es. Drei Stück. Das sind Japan, verstärkt den Truppenangriff der Hauptstadt um 10%. Russland,
verstärkt die Truppenangriffe bei der Verteidigung der Hauptstadt um 10% und Arabien auch erhöht die Lazarettkapazität um 15% und beschleunigt die Heilung um 10%. Wenn ihr euren Schwerpunkt auf PvP legen wollt, ist das hier also eine gute Auswahl an Kulturen. Die Subgeneräle, die Bürgermeister. Eure Subs haben ja zwei Aufgabenfelder, zwei hauptsächliche. Zum einen unterstützen sie euch bei der Entwicklung eures Keeps durch die Bereitstellung und Produktion von Materialien, Ressourcen etc. Zum zweiten unterstützen sie euch beim Militär durch die Bereitstellung von Truppen, durch Truppentraining und im Angriff und in der Verteidigung. Entsprechend gibt es auch zu den zwei Aufgabenfeldern zwei unterschiedliche Typen von Generälen als Bürgermeister. In Erwuni gibt es eine ganze Reihe von Generälen, die eure Entwicklung, also Materialproduktion etc. unterstützen. Die interessieren uns hier nicht. Was wir brauchen, sind Zap-Generäle für PvP, also Generäle mit Debuffs. Buffs sind ja die Möglichkeit zur Verstärkung bzw. Erhöhung eurer eigenen Fähigkeiten wie Angriff, Verteidigung, HP. Debuffs sind dann die Möglichkeit zur Reduzierung, Minderung der entsprechenden Fähigkeiten des Gegners. Und da gibt es eine ganze Reihe von Generälen für eure Subs, die genau das können. Dafür schauen wir, um das einzuordnen, mal auf folgende Parameter der Generäle. Das ist zum einen das erste Fähigkeitsbuch, das die mitbringen. Sind dort Debuff-Reduzierungsfähigkeiten drin? Das sind dann zum zweiten die Spezialfähigkeiten, die ihr im Laufe der Zeit aufbaut. Dafür braucht ihr immer die Runensteine. Sind dort Debuff-Fähigkeiten drin. Und drittens sind das die Möglichkeiten durch den späteren Aufstieg, also die roten Sterne, enthalten die Debuff-Fähigkeiten. Welche Generäle Bürgermeister eures Hubs mit entsprechenden Debuff-Fähigkeiten geeignet sind, erkennt ihr schon an der Formulierung der Fähigkeiten im ersten Fähigkeitsbuch. Geeignet sind welche, wenn ihr dort die Formulierung findet wie reduziert oder verringert die Bam 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 von feindlichen Truppen. Und zusätzlich, wenn dort steht, wenn der General die Armee anführt oder wenn da steht, oder Bürgermeister ist. Ungeeignet sind die Generäle, wenn ihr Formulierungen findet wie erhöht oder auch die Formulierung, wenn der General die Armee zum Angriff führt. Denn das sind die Fähigkeiten für den Angriff. Die sind nur beim Angriff aktiv und das nützt uns hier nichts. Die Debuffs beziehen sich immer auf ganz bestimmte Truppengattungen, also Reitertruppen, Bärentruppen, Bodentruppen, Belagerungsmaschinen. Es gibt aber auch, wie wir gleich sehen werden, Generäle, die Debuffs gegen alle Truppen eines Angriffs, unabhängig von der Truppengattung, bereithalten. Die Debuffs beziehen sich dann immer auf einzelne der folgenden drei Parameter der angreifenden Truppen. Angriff, Verteidigung oder HP, also Health Points oder Hit Points. Schauen wir uns mal kurz die in Betracht kommenden Generäle an. Guckt dafür in die Taverne mal hinein. In Europa habt, das sind die allermeisten, in Europa haben wir als Generäle mit Debuffs gegen einzelne Truppenteile Konstantin den Großen, Gustavo Adolphus, da haben wir Flavius Aetius, da haben wir William Wallace, Arminius, Knut der Großen, Robert Guiscard, Baldwin, ganz mächtiger, Jan Karel Hotkiewicz, oder noch Narses und Ziska. Und dann haben wir in Europa auch Generäle mit Debuffs gegen alle Truppengattungen, zum Beispiel Margret I., Nero, Harald, und Mark Antony, auch ein ganz mächtiger. Das war's für Europa. Schauen wir mal nach Amerika. Da sind es zwei. Da haben wir Andrew Jackson und David Farragut. In Japan haben wir niemanden. In Korea gibt es, wie heißt der gute, Jeon Gesumon. Der hat Debuffs gegen alle Truppen.
In China haben wir Viking. In Russland haben wir Alexander Newski. Und wir haben in Russland auch noch Wladimir den Großen gegen alle Truppen. Dann haben wir Arabien. Da gibt es einen, das ist der Aman ibn al-As. Und dann gibt es noch die Kategorie andere. Da haben wir gegen einzelne Truppen als Debuff-General den nordischen Barbarenkönig, Darius den Ersten und Gilgamesch. Mit Debuffs gegen alle Truppen haben wir den Hofnarren, die Witwe Sixi und Mansa Musa. Wenn ihr eure Generäle in den Subs kultivieren wollt, solltet ihr bei der Kultivierung zwei Parameter im Auge haben, nämlich die Politik und die Führung. Diese beiden Parameter solltet ihr auf den Wert 900 oder größer bringen. Dann nämlich wird der folgende Buff Kriegstaktik aktiv, der die Toten-Überlebenden-Rate in dieser Sub um 10% erhöht. Und das ist sehr nützlich und wichtig. Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, wenn es um eure Debuff-Generäle geht. Die Ausrüstung. Welche Ausrüstung ist für eure Debuff-Generäle nützlich? Ihr braucht Ausrüstung, die Debuff-Fähigkeiten bereitstellt. Und da gibt es nach meiner Auffassung nur eine Antwort: komplette Achämeniden-Ausrüstung für jeden Debuff-General. Und das in der hier vorgeschlagenen Variante. Es gibt ja für alle Ausrüstungsgegenstände außer der Waffe immer die Variante mutig oder furchtlos. Achämeniden-Ausrüstung beinhaltet Debuffs, die eure Verteidigung unterstützen. Wir sehen gleich noch welche. Und es gibt ein weiteres dickes Plus. Wenn ihr einen kompletten Satz von sechs Ausrüstungsgegenständen für einen General habt, gibt es einen weiteren Satzbonus von minus 15% auf den gesamten feindlichen Truppenangriff, also über alle Truppengattungen. Und das gilt für jedes Sub. Die Werte der Debuffs werden aufaddiert. Wenn ihr also zum Beispiel sieben Subs habt und alle Bürgermeister hätten eine komplette Achämeniden-Ausrüstung, habt ihr schon mal eine Reduzierung von 7 mal 15% gleich 115% auf den gesamten Truppenangriff. Und dazu die ganzen Debuffs der einzelnen Ausrüstungsgegenstände. Das schafft was. Mir ist klar, Achämeniden-Ausrüstung ist nicht ohne Aufwand. Um sie herzustellen, muss eure Schmiede mindestens Level 33 haben. Und sie verbrauchen bei der Herstellung eine Menge Material. Aber das Ergebnis in der Verteidigung ist das aus meiner Sicht wert. Hier vor allen Dingen durch die 15% Satzbonus. Von meinen Sub-Generälen haben bisher auch erst drei eine fast vollständige Achämeniden-Ausrüstung. Bei dem ganz rechts fehlt mir noch eine Schriftrolle für den Beinschutz. Die anderen, die hier nicht aufgeführten Generäle, haben bisher eine Teilausstattung mit Achämeniden-Ausrüstung. Ich verwende derzeit alle meine Materialien, die ich derzeit reinbekomme, für die Herstellung der Ausrüstung. Die Drachen bekommen von meinen Materialien als Futter nichts ab, die sind auf Diät. Kriegen ein paar Münzen. Dafür sind mir die Materialien für diesen Zweck zu wertvoll. Solange eure Schmiede noch nicht bei Level 33 ist, sammelt Materialien, sammelt Schriftrollen und schaut, welche guten Debuff-Generäle ihr bekommen könnt. Ich habe euch hier mal die Achämeniden-Ausrüstung mit ihren Debuff-Fähigkeiten aufgeführt. Für diese vier hier ist es für mich die einzige sinnvolle Mischung aus mutig und furchtlos Variante. Das sind die entsprechenden Debuff-Fähigkeiten. Etwas schwieriger wird es bei den anderen beiden Stücken. Bei der Waffe kommen sowohl Schwert als auch Speer in Betracht. Der Speer hat zwar zwei Debuffs, das Schwert nur einen, dafür aber minus 40% gegen Reiterangriffe, was ich persönlich wertvoller finde als die minus 40% gegen Bodenverteidigung und gegen Boden-HP. Hier kann man ja aber die Fähigkeiten über mehrere Subgeneräle etwas steuern. Ähnlich beim Ring.
Der Furchtlos Ring hat zwar 2 Buffs gegen Boden- und Reiter-HP. Der Mutig Ring 1 Buff, aber 40%, minus 40% gegen Ferntruppenangriffe, was sehr wertvoll ist. Diese Ausrüstung wäre übrigens auch eine Top-Ausstattung für euren Hauptverteidigungsgeneral in der Mauer, aus meiner Sicht. Schauen wir mal, was man noch tun kann. Da wäre zunächst mal die Verfeinerung der Ausrüstung. Da man die eigentlichen Debuff-Fähigkeiten nicht durch Verfeinerung verbessern erhöhen kann, bietet es sich an, hier die Erstellung und der Truppen in der Stadt zu verbessern durch Verfeinerung. Und zwar der Trainingsgeschwindigkeit und der Trainingskapazität. Diese Ausrüstung könnt ihr da jeweils für benutzen. Also durch Verfeinerung die Trainingskapazität bei der Waffe und beim Stiefel verbessern und die Trainingsgeschwindigkeit könnt ihr bei der Rüstung, beim Helm und beim Ring verbessern. Falls ihr spirituelle Biester mit Debuff-Fähigkeiten habt, die ihr nicht für eure Angriffsgeneräle braucht, könnt ihr diese selbstverständlich auch euren Debuff-Generälen zuordnen. Die Debuffs wirken dann. Das hier sind die Biester mit Debuffs. Das ist die Chimäre, der Donnervogel, Godzilla, Chiron, Kong, neunschwänziger Fuchs, die Sirene und Pegasus. Schauen wir mal an, welche Fähigkeitsbücher ihr euren Debuff-Generälen zuordnen könnt. Buffs auf Angriff, Verteidigung, HP machen keinen Sinn. Das leisten ja eure Angriffsgeneräle, sollten das leisten. Und die kämen dann also hier nicht zum Tragen. Aber ihr könnt die Truppentrainingsfähigkeiten in den jeweiligen Subs verbessern mit den Buffs für Trainingskapazität und Trainingsgeschwindigkeit. Dann produziert ihr schneller mehr Truppen in den Subs. Als letztes würde ich die Wiedergeburt zuordnen, die die Quote Truppentod zu Überlebenden verbessert. Was könnt ihr noch tun, damit eure Subs die Verteidigung wirkungsvoll unterstützen? Richtig, Forschung betreiben. In der Forschungsakademie findet ihr in der Kategorie Untergeordnete Städte folgende Bereiche. Angriff in der Stadt bei der Verteidigung, HP in der Stadt bei der Verteidigung, Verteidigung in der Stadt bei der Verteidigung. Wie ihr seht, erhöht sich jeder dieser Bereiche in der dritten vollen Ausbaustufe um 3%. Klingt nicht viel, aber für jede Sub. Das heißt, das wird wieder aufaddiert. Wenn ihr 7 Subs habt, habt ihr eine Reduzierung der entsprechenden Fähigkeiten beim Feind um 21%. Das gleiche gibt es nochmal in der fortgeschrittenen Version. Da könnt ihr das dann nochmal entsprechend erhöhen. Und es gibt es dann auch für den Angriff als Superangriff in der Stadt auch nochmal für jede der Subs mit 3%. Es gibt noch einen weiteren Bereich, in dem ihr eure Verteidigung durch die Subs etwas pimpen könnt. Das sind die Monarchentalente. Wie ihr seht, kann man hier in der Levelstufe 22 das Talent Angriff untergeordnete Stadt wählen. Hier haben wir zwar mit keiner echten Abwehrleistung, sondern Angriffssteigerung zu tun, aber auch hier gilt, dass dieser Steigerungswert von plus 4% für jedes Sub gilt und aufaddiert wird. Ebenso hier in der Levelstufe 35 kann jede untergeordnete Stadt die Truppen-HP eurer Hauptstadt dann steigern. Auch hier werden die Werte aufaddiert. Und hier, wenn ihr bei Level 40 seid, kann jede untergeordnete Stadt wieder entsprechend prozentual zur Verbesserung der Truppenverteidigung der Stadt beitragen. Zum guten Schluss nochmal ein Blick auf die Einbindung eurer Subs in eure Schlachten. Stichwort Linking und Unlinking. Im Bereich untergeordnete Städte habt ihr in eurem Menü ja diese beiden Checkfelder, mit denen ihr Haken setzen könnt. Sind diese Haken nicht gesetzt, nehmen eure Subs nicht an den Schlachten teil. Die Fähigkeiten eurer Generäle in den Subs wirken nicht. Wenn ihr wollt, dass sie wirken, müssen die beiden Haken gesetzt sein. Wann solltet ihr eure Subs also anlinken, die Haken wegnehmen? Immer dann, wenn ihr gar keine Truppen in der Hauptstadt habt. Also insbesondere, wenn ihr eure Truppen geghostet habt. Dann sind nämlich überhaupt gar keine Truppen da, die von euren Subs unterstützt werden können. Aber die Subs können, wenn sie verlinkt sind, getötet werden, beziehungsweise die Truppen dort drin und eure Generäle, wenn die Hauptstadt angegriffen wird. Also bevor ihr eure Truppen ghostet, Subs anlinken. Wenn ihr eure Truppen vom Ghosting zurückgeholt habt, Subs wieder linken. Hier vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Wort zum Angriff mit euren Subs. Wenn ihr mit Unterstützung eurer Subs angreifen wollt, andere Gegner, setzt ihr ja, wenn ihr einen Marsch erstellt, hier das Häkchen und wählt die Subs aus.
Dabei muss man aber Folgendes bedenken. Die Subs können nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein. Wenn ihr eure Subs zum Angriff rausgeschickt habt, können sie nicht mehr eure Abwehr unterstützen. Wenn ihr dann in dieser Phase angegriffen werden solltet, fehlen sie in der Verteidigung. Wenn ihr soweit eure Abwehr eingerichtet habt und einen Schlachtbericht eines Kampfes bekommt, das reicht ja von einem der Schlachtfelder vielleicht, bei dem eure Subs aktiv waren, schaut mal ganz ans Ende. Dort findet ihr eine Übersicht über eure dort aktiven Debuffs. Die könnt und solltet ihr jetzt regelmäßig auswerten, um zu sehen, wo ihr gegebenenfalls eure Debuffs anpassen solltet. Wenn ich am Anfang sagte, es wäre ein guter Zielwert, wenn ihr ab Keep Level 35 mindestens einen Debuff von mindestens 400 gegen Bogenschützenangriffe habt, dann seht ihr das hier. Ich habe ihn auch noch nicht ganz, aber fast erreicht. So, das war eine Menge Stoff. Jetzt könnt ihr hingehen und ein Bollwerk gegen feindliche Angriffe errichten. Ein Eckpfeiler dafür, die Subs, kennt ihr jetzt gut. Viel Spaß mit und auch ohne Ebony wünscht euch Merl.